So, und herzlich willkommen zurück bei Outlast. Wir gehen jetzt weiter. Zwängen uns hier mal durch. Oh Gott. Was macht los? Ging das nicht ein bisschen sanfter? Frage könnte ich denen auch stellen. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Was redet er da? Das Ziel, fliehe aus der Nervenheilanstalt, benutze den Sicherheitsterminal, um den. Okay. Eigentlich. Dann halt nicht. Spiel für Arsch mit mir. Hier fast doch noch ein. Alles voller Blut. Und wir nehmen das. Mark of Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten, Vollziehungsbefehl, Fall Nummer 2947-58104. Trefft den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Markups Psychiatric System, Mount Massive Wilderness Area, Country Road 112. Eidesstaatliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschuss seitens mit der Markov Hardline Security MHS geliefert. Die Grund zufolgender Annahme hat katastrophale Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und zu Zeugenaussagen erbrachte Beweisterminal akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigte die Ausstellung dieser Berichtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren. Auf ein Gerichtsverfahren. Gegen die Markov Corporation oder ihre Tochterunternehmen. Aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umständen, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay, ich überlege mir, ob ich das alles immer vorlese. Da sitzt einer. Und er lebt noch. Gehen wir nicht da lang? Okay. Gehen wir erstmal zu dem Alten. Im Rollstuhl. Und laufen dabei über Leichen, die wir nicht sehen. Vielleicht liegen hier noch Batterien, die wir für unser Camcorder benutzen können. Nein, okay, dann nicht. Hier ist es hell. Noch ein Journal. Ich werde sie ab jetzt. Hä? Ich werde die jetzt nicht lesen. Ihr könnt sie ja selbst lesen. Ihr müsst sie auf Pause drücken.
Okay. Ich überfliege die immer so. Ich hab dich auf Band, wenn du mich angreifst, dann. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Und auch keine schöne. Okay. Heute mag ich keine Türen mehr. Willst du mir das geben? Danke. Hat sich hier was verändert? Ich habe die Befürchtung, dass sie mich jetzt gleich verfolgen werden. Auch nicht. Ich mache zur Sicherheit mal die Tür zu, damit sie ungestört bleiben können. Oh Gott. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Oh Gott. Du. Leuten im Rollstuhl über die Straße. Auch wenn ich das bisher auch noch nie gemacht habe, weil ich nie einen gesehen habe. Aber wenn ich einen sehe, werde ich es nicht machen. Ich weiß, was da passiert. Ich war jetzt da, jetzt mal darunter und versuche nicht auf dem Blut auszurutschen. Und ich und zu. Eine Notiz. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, hab mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, steht mich bewusstlos. Beim Aufwachen nimmt mich ein teiliger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kinderkrabscher sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Ah, okay. Köpfe. Und Dr. B. Okay.
Keycard. Lieber schnell so. Ob wir hier was sehen. Gut. Gehen wir hier dran. Was braucht das denn so lang? Oh nein. Komm schon. Was? Oh Gott. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe einen Patienten nackt über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Oh, zum Glück. Müssen jetzt bestimmt der Ische. So. Das ist ein Journal. Okay. Who's there? Niemand. Hier ist niemand. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Okay. Hier hängen auch überall Leichen. Schnell die Tür zu. Oh Gott. Kommt der rein? Ich höre ihn draußen laufen. Dabei. Ich hoffe nicht, dass er meine Kamera hat. Okay.
muss mal wieder nachladen. Und wir werden jetzt wieder diesen Part beenden. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal bei Outlast. Tschüss.